Ich bin Dr. Frank Duda, Oberbürgermeister der Stadt Herne. Herr Duda, wie sieht's aus? Was war das heute hier für eine Veranstaltung? Ja, wir haben heute den Schaustellern eine besondere Ehre erwiesen und haben uns bedankt für die Arbeiten, die sie für die Kränger Kirmes leisten. Wir haben einen Schausteller-Award verliehen, aber wir haben auch einen Empfang organisiert, um sich besser kennenzulernen, nochmal kurz durchzuschnaufen und morgen geht's dann los. Welche Veranstaltungen stehen jetzt noch für Sie in den nächsten Tagen an? Ja, wir werden natürlich mit dem Pferdemarkt eröffnen und legen dann am Freitag mit dem Fassanstich los und dann kommt der große Kirmesumzug und so reiht sich ein Ereignis an das nächste. Ich habe gesehen auf Facebook, Sie waren ja dieses Jahr im Warsteiner Trainingslager für den Fassanstich. Hat denn da im Warsteiner Trainingslager geklappt und ich hoffe mal, dieses Jahr sieht es dann besser aus beim Fassanstich. Ja, ich habe eine gute Hoffnung, aber ich kann Ihnen sagen, mal hat es geklappt und mal nicht. Aber es lag auch nicht nur an mir im Trainingslager. Ich habe teilweise festgestellt, dass die Fässer tatsächlich eine ganz unterschiedliche Dichtungslandschaft haben. Und ich hoffe, dass es morgen klappt. Aber die Kranger Kirmes wird auf jeden Fall eröffnet. Das ist eine Frage persönlich. Werden Sie auch persönlich auf die Kranger Kirmes gehen mit Ihrer Familie? Ja, sicher. Immer dann, wenn freie Räume sind, werde ich mit meiner Familie auch über die Kirmes streifen. Das wird sehr, sehr häufig geschehen. Welche Delegationen werden denn dieses Jahr noch mit Ihnen auf die Kirmes gehen? Ja, wir haben gerade mitbekommen, dass es Delegationen, also die China-Delegation ist bestätigt, die Delegation Bundes- und Landtagsabgeordneten ist bestätigt, die Bundesregierung hat sich eben gemeldet und es kann sein, dass in der nächsten Woche auch noch Mitglied der Bundesregierung kommt.